befinden uns hier auf dem Campus Lichtwiese der Technischen Universität Darmstadt. Heute weihen wir den Hochleistungsrechner Lichtenberg 2 ein. Einer von 9 Hochleistungsrechnern innerhalb Deutschlands. Es ist ein Teil des NHR-Verbundes. Der Lichtenberg 2 Hochleistungsrechner ist für ganz viele Forschende an der TU Darmstadt ein Werkzeug, das es ihnen erlaubt, im wissenschaftlichen Wettbewerb ganz vorne mitzumachen. Die Besonderheit des Lichtenberg 2 ist, dass ein Großteil der Abwärme auf den Warmwasserkreislauf übertragen wird, steht dann bei relativ hoher Temperatur zur Verfügung und kann mit einer Wärmepumpe dann auf das Fernwärmenetz der TU Darmstadt übertragen werden. Man spart Strom für Kompressionskältemaschinen ein und man spart Erdgas ein, weil die Wärme zur Verfügung steht von dem Hochleistungsrechner. Insgesamt haben unsere Abschätzungen ergeben, dass man 700 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr etwa einsparen kann. Die TU Darmstadt ist eines von 9 Zentren im nationalen Hochleistungsrechnen. Wir als technische Uni fokussieren uns auf Fragestellungen des sogenannten Computational Engineering Science. Wie kann ich mithilfe des Computers ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen im weitesten Sinne verstehen, analysieren und optimieren? Das Besondere an Lichtenberg 2 ist, er bietet eine Infrastruktur. Wir können Energiewandlungsprozesse berechnen, wir können chemische Moleküle und Prozesse designen und wir können die Welt von morgen voraus berechnen.